Schön, dass Sie sich die Freiheit genommen haben, diesen Beitrag sich anzusehen, denn ich habe heute die Freiheit mir genommen, einen Freiheitskämpfer zu interviewen. Vinz Ewert ist bei mir. Hallo. Freiheit ist alles, sagen Sie. Ja, genau. Also es geht in meinem Programm und auch in meinem Buch, das ich dazu geschrieben habe, um das große Thema Freiheit in all seinen Facetten. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Programm zu schreiben. Und es kommt auch beim Publikum sehr gut an, weil es schon auch ein Thema ist, das alle irgendwie bewegt. Sind Sie ein moderner Freiheitskämpfer? Naja, ich hoffe doch schon. Also Freiheit bedeutet für mich schon auch so ein bisschen über Grenzen zu gehen und so ein bisschen augenzwinkernd nicht alles so mitzumachen, was einem so vorgegeben wird. Ich appelliere dann halt auch mein Publikum, mal über Grenzen zu gehen, mal eine Pfandflasche in Altglascontainer zu werfen oder mal einmal die Woche mit der eigenen Frau schlafen. Also mal ganz was Verrücktes zu tun. Das ist ja Wahnsinn. Das sind doch aber unvorstellbare Sachen. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Rauchen im Nichtraucherbereich wäre doch absolut. Genau, eine Nummer, die ich im Programm auch mache, weil ich mich einfach so ein bisschen über dieses, wir Deutschen haben ja zur Liberalität oder zur Freiheit so ein ganz komisches Verhältnis. Kommt vielleicht vom preußischen Obrigkeitsdenken her. Und jedes Mal, wenn ich auf einem Bahnhof gehe und diese blöde, aufgemalte Raucherzone sehe, wo man dann unschuldige Raucher reinpfercht, um zu verhindern, dass sich die Giftstoffe mit der Umgebungsluft vermischen. Das ist ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmbecken in Pinkler und Nichtpinkler zu unterteilen. Ich kann mir jetzt noch vorstellen, Schwimmen im Nichtschwimmerbecken. Ein No-Go. Genau. Ja. Also das versuche ich so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise dem Publikum darzulegen. Aber der Hintergrund ist natürlich schon auch ein ernsthafter. Also ich bin ja studierter Physiker, Naturwissenschaftler. Es geht im Programm über das Thema, gibt es einen freien Willen, was ja die Hirnforschung gerade heiß diskutiert. Und da kann ich vielleicht gleich verraten, ein ganz entschiedenes Jein. Es gibt diesen schönen Witz, treffen sich zwei Neurobiologen, fragt der eine den anderen, möchtest du Tee oder Kaffee? Sagt der andere, ich glaube nicht an den freien Willen, ich warte einfach mal ab und gucke, was mein Gehirn so bestellt. Das Buch, mittlerweile auf Platz 10 in der Spiegel-Bestsellerliste. Ja. Genau, machen Sie sich frei, sonst tut es keiner für Sie. Das Buch geht so ein bisschen über das Programm raus. Ich habe für dieses Buch 20 für mich Freiheitskämpfer besucht in ganz Deutschland. Also da ist ein Hirnforscher dabei, eine Nonne, einen Millionendieb, einen Berufspolitiker, also das sind zwei unterschiedliche Personen, der Millionendieb, ja, eine Domina. Jetzt klingt es aber alles nach einer Person. Nein, es sind schon unterschiedliche Personen gewesen. Der Erfinder des Fischerdübels, den habe ich auch besucht, Arthur Fischer. Und die haben mir alle was über ihren persönlichen Freiheitsbegriff erzählt. Und aus diesen Ideen sind dann kleine Geschichten entstanden. Und die kann man in diesem Buch nachlesen. Und auch für mich war es eine ganz spannende Erfahrung, eben mit diesen unterschiedlichen, faszinierenden Persönlichkeiten zusammenzukommen und dann Geschichten darüber zu schreiben. Sie haben sich die Person aber selber ausgesucht, oder sind die auf Sie zugekommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der Erfinder des Knickstrohhalms, der kommt garantiert auf Sie zu. Es war erfreulicherweise wirklich so, ich habe am Anfang eine Liste gemacht, wen ich gerne hätte als Interviewpartner, und bis auf ganz, ganz wenige haben praktisch alle Leute zugesagt, weil sie dieses Thema Freiheit einfach auch so spannend fanden. Das Vorwort hat geschrieben Eckhard von Hirschhausen, zu dem sind Sie ja ein bisschen verbandelt. Junger Nachwuchskabarettist, werden die Leute jetzt nicht kennen, aber der wird irgendwann mal ganz nach oben kommen, bin ich mir ganz sicher. Sie sind ja sein Förderer. Ja, genau. Nein, Eckhard ist und ich, wir sind sehr, sehr lange schon befreundet, auch in der Zeit, in der wir beide noch jung und unbekannt waren. Eckhard führt die Regie für meine gesamten Programme und hat eben, wie Sie schon gesagt haben, für das Buch das Vorwort geschrieben, weil wir auch so beide einen gleichen Ansatz haben. Wir wollen Wissenschaft, wissenschaftliche Zusammenhänge, vielleicht auch ein bisschen kompliziertere Zusammenhänge, auf eine lustige und humorvolle Art dem Publikum darlegen. Und weil man eben aus der Hirnforschung weiß, ein vergnügtes Hirn lernt besser. Humor ist anscheinend ein wunderbares Vehikel, um Wissen zu
vermitteln. Und das eint uns beide. Und deswegen stecken wir da immer mal wieder die Köpfe zusammen und dann kommt dann zum Schluss so ein Buch raus. Aber genau das passt doch nicht zusammen. Die trockene Wissenschaft und der Humor. Doch. Wissenschaft ist ja alles andere als trocken. Also gerade in der Physik zum Beispiel denkt man sich immer, da geht es um komplizierte Formeln oder um trockene Rechnungen. Das stimmt überhaupt nicht. Wissenschaft bedeutet eigentlich, spannende Fragen zu stellen. Also Einstein zum Beispiel hat sich gefragt, wie sehe die Welt aus, wenn ich auf dem Rücken eines Lichtstrahls reiten würde? Das ist eine sehr poetische Frage, die einen auch fünfjährige Kinder stellen könnten. Und Einstein hat sie sich mit Mitte 20 gestellt und ist dann auf die Relativitätstheorie gekommen. Das heißt also, eigentlich geht es in der Wissenschaft um grundsätzliche Fragen. Gibt es einen Anfang, gibt es ein Ende? Warum darf ich keinen gelben Schnee essen? Also solche Fragen, die Welt bewegen, und die versuche ich den Menschen in meinen Programmen wenigstens im Ansatz zu beantworten. Eigentlich hätte ich meine Anmoderation anders machen müssen. Aber leider geht das ja nicht mehr, weil wir uns von der Werbekampagne getrennt haben. Ich hätte sagen müssen, willkommen in der Denkfabrik, willkommen in Thüringen. Wieso denkt man in Thüringen nicht mehr? Nein, in Thüringen hat man das Denken aufgegeben, das überlässt man jetzt Eva Fadberg in New York und lässt sie davonfliegen. Nein, in Thüringen denkt man nicht mehr. Es ist eigentlich schade, so viele Dichter und Denker kamen aus Thüringen. Wieso kommen Sie eigentlich nicht aus Thüringen? Das müssen Sie meine Eltern fragen. da kann ich nichts für jetzt. Ja. Wieso kommen Sie nicht so oft nach Thüringen? Naja, also Deutschland ist schon ein großes Land, und wenn man am Touren ist, also ich toure 200 Tage im Jahr, bin ich unterwegs, und da dauert es ganz schön lang, bis man alle Regionen durch hat. Also, aber ich versuche schon immer mindestens einmal im Jahr nach Thüringen zu kommen. Es gelingt mir im Dusty in Erfurt ist eine lange Freundschaft mittlerweile mit dem Veranstalter. Aber wie gesagt, es ist schon auch ein hartes Tourleben, und wenn man dann in der Region längere Zeit nicht war, da kommt dann auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Homepage dann schon auch immer so, hey, wir kommen aus Kiel, wann kommst du endlich zu uns? Also man muss da schon ganz schön hackeln, damit ganz Deutschland befriedigt wird. Welche berühmten Erfindungen kamen eigentlich aus Thüringen? Quizfrage an den Wissenschaftler. Boah! Ich war gestern in Magdeburg, und da gibt es ja diese berühmten Magdeburger Halbkugeln. Ja. So, aber Magdeburg ist Sachsen-Anhalt, ne? Ja. Thüringen, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sagen sie mir jetzt 5 Erfindungen und ich denke mir, meine Güte, die Rostbratwurst. Das habe ich gedacht. Das wusste ich, dass das kommt. Ja. Wie wichtiger als die Rostbratwurst ist eigentlich der Grill. Der kommt auch aus Thüringen. Echt? Ja. Thüringen ist der Erfinder des Grills? Ja, natürlich. Wer sonst? Stimmt eigentlich, ja. Ja. Oder zum Beispiel der Multispektralkamera. Die Multispektralkamera, ja, sehen Sie? Und die wäre in verschiedenen Aufnahmen aus dem All nicht möglich gewesen. Ja. Die ist übrigens heute noch im Einsatz. Also, habe ich gehört, soll es sogar noch so sein. Gut, also, dann würde ich mich doch für einen Grill entscheiden. Kann eigentlich heute jede Digitalkamera, was die Kamera früher konnte. Ja, berühmte Wissenschaftler kamen aus Thüringen. Viele sind dann leider auch weggegangen, aber zum Beispiel Schott, Jena. Genau. Zeiss, genau, stimmt, ja. Optische Instrumente. Ja, ich wollte sie eigentlich als Joker bei Günther Jauch nehmen, also. Ja, Pech gehabt. Ich glaube, Sie sollten vielleicht doch lieber Ihr eigenes Wissensformat moderieren. Das machen Sie ja bald. Wissen vor 8 moderieren Sie denn? Genau, seit 17. Oktober bin ich quasi der Unterstützer von Ranga Yogeshwar. Ranga will sich ein bisschen zurückziehen, macht ein bisschen weniger, und dadurch sind natürlich ein paar der Sendeplatz frei geworden, und das Format ist ja bekannt, 2,5 Minuten, ein wissenschaftliches Phänomen, lustig, locker erklärt, und macht sehr viel Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben im Sommer die ersten 32 Folgen aufgezeichnet, also so Fragen wie, warum zerbrechen Spaghettis immer in mehr als 2 Teile, oder wie funktioniert ein Geigerzähler, nach Fukushima ja ein Riesenthema. Also kleine Fragen, und das hat einen Riesenspaß gemacht, diese Sendungen zu produzieren. Übernehmen Sie alle Sendeplätze, die irgendwo frei geworden sind? Ich habe da gehört, beim ZDF ist auch was frei geworden. Ja, Harpe Kerkeling hat jetzt, glaube ich, gesagt, er will Wetten, das nicht übernehmen, und ich habe noch Zeit.
Also Sie arbeiten jetzt zielstrebig auf den Burnout hin. Genau. Wobei Burnout, man weiß ja, wenn man sich gerade irgendwie im Fernsehen wichtig machen will, hat man Burnout, habe ich so das Gefühl. Ich sage ja auch im Programm, dass man die Tendenz hat, sinnlose Begriffe mit sinnvollen zu besetzen. Müde sein heißt Burnout, rumlatschen heißt pilgern, nichtstun heißt Wellness. Selbst mein Nachbar macht diesen Quatsch mit. Früher war er einfach nur stinkfaul. Heute sagt er, du, ich bin ein trockener Workaholic. Schön, oder? Beim Pilgern denke ich jetzt immer natürlich an meine Heimatstadt, an Erfurt, weil so viele Pilger hierher gelatscht kamen. Genau. Also Religion, auch ein großes Thema, gerade was auch den Humor anbelangt. Im Programm kriegen es natürlich auch die Gläubigen so ein bisschen ab. Natürlich augenzwinkernd, aber ich bin sehr froh, dass ich einfach auf der Bühne Witze über Religionen machen kann. Wenn man sich mal überlegt, vor 30 Jahren mussten zum Beispiel meine Kollegen Bruno Jonas und Sigi Zimmerschied in Passau, die haben dann ein religionskritisches Programm aufgeführt und die sind daraufhin noch wegen Gotteslästerung angeklagt worden. Also da sind wir heute schon ein bisschen weiter. Ja, sind aber alle im Nachfolge von Kopernikus. Bitte? Sind ja alle der Nachfolger von Kopernikus. Genau, ja, ja. Also insofern bin ich schon sehr froh, dass man da mittlerweile Witze über diese Religionen machen kann. Und es gab schon lange Zeit, haben wir Komiker ja auch gefährlich gelebt. Also Wissenschaftler oder auch Komiker, wenn sie zum Beispiel im Mittelalter nicht witzig waren, da wurde nicht der Fernseher ausgeschaltet, sondern der Hofner. Also das ging ratzfatz. Ja. Kopf ab. Ja. Was waren denn so Glücksfälle in der Wissenschaft? Also mein Lieblingszeitalter ist ja das vor 100 Jahren gewesen, in der wirklich die moderne Physik letztendlich entwickelt wurde. Relativitätstheorie, Quantenmechanik. Da sagen viele Leute, das versteht kein Mensch. Das stimmt auch. Das sind natürlich sehr komplexe Theorien. Aber letztendlich, wenn man sich überlegt, kein GPS, kein Computer wäre entwickelt worden ohne diese Theorien. Also fast alle elektronischen Geräte, die wir heute haben, basieren auf diesen komplexen Theorien. Insofern fand ich das schon auch eine sehr spannende Zeit. Ich stelle mal über Twitter die Aufgabe, meinem Gast Fragen zu stellen. Die Twitter-Gemeinde hat mich nun beauftragt, Sie folgende Frage zu stellen. Warum fällt das Brot immer auf die gebutterte Seite? Man müsste vielleicht mal ein Experiment machen, ob das wirklich stimmt. 100 Mal runterfallen lassen und dann gucken, ob es wirklich signifikant oft auf die gebutterte Seite liegt. Oder man macht ein anderes, weiteres Experiment. Eine Katze fällt ja immer mit den Füßen auf den Bein. Ja, ne? Und wenn man zum Beispiel ein gebuttertes Brot auf den Rücken von einer Katze bindet, muss man sich überlegen, was passiert dann? Ich wollte Sie gerade fragen, eine Katze fällt immer auf die Füße, ob wir jetzt 100 Mal eine Katze hochschmeißen. Genau, aber da muss man halt experimentieren, aber da kriegt man wahrscheinlich Probleme im Tierschutz. Die nächste Frage, bevor ich mich ganz unbeliebt mache, ist, können Sie uns den Hebel erklären? Die Politik kann es nicht. Den Hebel? Was gibt es denn da zu erklären? Also ist eine, Moment, Hebelgesetz ist F mal A gleich konstant, glaube ich. Also Kraft mal Länge ist konstant. Also wenn jetzt etwas keine Kraft mehr hat wie der Euro, dann muss man Hebel verlängern, was ja auch gemacht wird. Aber ob das immer so sinnvoll ist? Ja, das ist die Frage, die wir Ihnen jetzt nach Hause mitgeben. Ja. Machen Sie sich einfach mal drüber Gedanken, ob wir wirklich den Hebel ansetzen zu was auch immer. Zur Not steht's vielleicht hier drin. Tschüss. Ciao.